Im heutigen Video möchte ich mich mit einer Grundsatzfrage beschäftigen. Sind quantitative Handelssysteme besser? Hallo Freunde des gepflegten Trendhandels. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Analysen darüber, dass einfache quantitative Handelssysteme besser abschneiden als die vielen Einzelentscheidungen von Börsenexperten. Es gab einmal eine Untersuchung von 130 wissenschaftlichen Arbeiten über die Zusammenhänge von Entscheidungsfindungen. Ja, so, und die Themengebiete dabei total breit. Ja. Es reichte von der allgemeinen Berufswahl von jungen Leuten bis zur Diagnose von Herzinfarkten. Das komplette Spektrum. Das Erstaunliche dabei war, dass nur 8 Studien von 130 zum Ergebnis kamen, dass die menschliche Entscheidungsqualität besser war. Also nur 6% der Fälle war also der Mensch besser als das quantitative System. Und diese 8 Arbeiten hatten aber auch einen gemeinsamen Nenner. Die Teilnehmer der Studie hatten nämlich Zugang zu Informationen, die die quantitativen Modelle nicht hatten. Also ein klarer Vorteil wieder. So, und nach der Auswertung dieser 130 Studien baute man eine Börsenfragestellung auf. Nämlich, gibt es eine höhere Entscheidungsqualität, wenn dem einzelnen Börsianer das Entscheidungsergebnis des Computermodells vorher bekannt wäre? Ja? So, und es wird euch erstaunen, auch das funktionierte nicht. Die individuellen Entscheidungen führten nicht zur Outperformance gegenüber dem quantitativen Modell. Ja, die Experten lagen zu 66,5% richtig und der Computer zu 73%. Also eine klare Differenz. Ja. Das mag sich für den einen oder anderen nicht so viel anhören, doch man muss es einfach im Zusammenhang sehen mit einem langen Handelszeitraum und dann setzt sich natürlich auch diese erhöhte Trefferquote in einen echten geldwerten Vorteil um. Das harte Fazit dazu. Wir Börsianer neigen dazu, unsere eigene Meinung im Vergleich zu den quantitativen Ergebnissen einfach überzugewichten. Wir nehmen uns einfach zu wichtig. Und übrigens, Börsianer, die sich mit der quantitativen Handelsanalyse eben auch auseinandersetzen, kommen meist auch aus den technischen Berufen, also Ingenieure, Informatiker, Physiker, die stehen irgendwie auf die quantitativen Modelle. Und kommen wir zur nächsten wichtigen Grundsatzentscheidung. Sollten wir uns auf quantitative Entscheidungsmodelle eben konzentrieren? Ich bin in dieser Hinsicht ziemlich zwiegespalten. Auf der einen Seite arbeite ich selbst gerne mit quantitativen Handelssystemen und doch lasse ich meine eigene Meinung da auch irgendwie einfließen. Ja? Ich kann das sogar ein bisschen genauer präzisieren. Ja? Denn wenn ich der Meinung bin, dass der Markt nicht zu meinem System passt, dann stoppe ich den Börsenhandel. Ich mache einfach gar nichts dann. Ich schalte das System ab. Ihr seht daran, dass ich selbst meinem Bauchgefühl ja, in den Börsenhandel einfließen lasse und ihm einfach dann höheres Gewicht gebe und mein Vertrauen in mein eigenes Entscheidungsmodell hat auch Konsequenzen. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, meine Handelsergebnisse sind stets etwas schlechter als meine theoretischen Backtest-Ergebnisse. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht und doch ich konnte es bisher nicht wirklich ändern. Ja, und jedes quantitative Handelsmodell bietet mir in dem Sinne auch ein gewisses Wissen, und zwar über die typische Fehlerquote. Ja, so, und damit habe ich eigentlich eine Zielvorgabe. Würde ich jetzt im Gegensatz dazu zu 100% nur auf mein Bauchgefühl hören, hätte ich eigentlich im strengen Sinne auch keine wirkliche Fehlerquote. Die schwankt einfach zu groß. Ich wäre beeinflusst immer durch mein Gefühlsleben und meine Alltagsprobleme oder sonstige Einflüsse. Ja? Stellt euch vor, ihr hättet urplötzlich vor eurem Haus eine Baustelle und ihr würdet jetzt stundenlang von so einem Presslufthammer belästigt werden. Ja, ich könnte wetten, dass der Krach eure Performance beeinträchtigt. Ja, nur mal so als Gedankengang. Nun, ich hoffe,
dass ich einen kleinen Beitrag liefern konnte, damit ihr über euren Börsenhandel nachdenkt. Und das ist üblicherweise ja immer der erste Schritt zur Verbesserung. Und genau dort wollen wir doch alle hin. In diesem Sinne, schönes Wochenende, euer Christian.